meiner Seite. In diesem Video möchte ich euch sechs Bücher zeigen, die selten irgendwie gezeigt werden. Und die liebe One Lady Styles Book Mara hat mich einfach gefragt, irgendwann mal vor einiger Zeit, ob ich das nicht mehr machen könnte, weil sie meinte, ja, dass ich wohl ein paar unbekanntere Bücher bei mir stehen habe. Und das stimmt tatsächlich auch. Ich werde demnächst auch eine Bookshelf-Tour machen, habe ich mir überlegt, und mal alle zeigen. Jetzt habe ich mir sechs Stück rausgesucht. Eigentlich macht man so eine Top 5, aber ich dachte mir, naja gut, sind schon sechs, die mir persönlich schon viel bedeutet haben und immer noch bedeuten und bei denen ich einfach denke, dass sie gelesen werden sollten. Und es sind auch Bücher, die ich noch nie in die Kamera gehalten habe. Deswegen packe ich es jetzt einfach mal an. Mit einem Buch, welches ich mal in einer ziemlichen Krise gelesen habe. Ich habe das von einer Freundin bekommen, als ich in einer schwierigen Zeit war. Die Wunschliste von Jill Smolinski. Küsse einen wildfremden Mann. Sieh dir einen Sonnenaufgang an. Verändere das Leben eines anderen Menschen. 3 von 20 Dingen, die Marissa bis zu ihrem 25. Geburtstag erleben wollte. Als Marissa bei einem Autounfall ums Leben kommt, ist June die Fahrerin des Wagens voller Schuldgefühle. Und erst als sie Marissas Wunschliste zu der ihren macht, sieht sie wieder Licht am Horizont. Ein fremder Mann zum Küssen ist schnell gefunden und die Sonne geht schließlich jeden Tag auf. Doch wie verändert man das Leben eines anderen? Während June noch grübelt und mit den ihr gestellten Aufgaben kämpft, verändert sich zuerst kaum merklich das ihre. Ich fand das sehr, sehr schön, sehr, sehr süß. Hat mir wirklich gut gefallen und es sind tatsächlich so ein paar Sachen dabei, die einen auch zum Nachdenken bringen. Deswegen, Jill Smolinski, die Wunschliste. James Patterson, Sams Briefe an Jennifer. Wunderschönes Buch, auch hier lese ich euch wieder den Klappentext vor. Seit dem Unfalltod ihres Mannes hat sich die Journalistin Jennifer völlig von der Welt zurückgezogen. Erst die Nachricht, dass ihre geliebte Großmutter Sam im Koma liegt, reißt sie aus ihrer Erstarrung. Jennifer begibt sich sofort nach Lake Geneva, um ihrer Großmutter beizustehen und begegnet dort unverhofft einem Freund aus Kindergarten. Aber nicht nur das Wiedersehen mit Brandon bringt Jennifers Gefühle durcheinander, sondern auch ein Bündel Briefe, den sie im Hause ihrer Großmutter findet. Denn in ihnen enthüllt Sam ihrer Enkelin ein schockierendes Familiengeheimnis. Ich fand das sehr, sehr schön. Es ist auch nicht sehr dick. Ich habe das wahnsinnig schnell gelesen und wirklich auch ganz oft innehalten müssen und nachgedacht habe. Sams Briefe an Jennifer von James Patterson. Sehr, sehr schön. Und ich denke, es ist schon bekannt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe es ja noch nie in die Kamera gehalten und deswegen, genau. So. Die Buchwanderer von Britta Röder. Das ist wirklich ein viel zu unbekanntes Buch. Ich glaube, ich habe das tatsächlich noch nie auf YouTube gesehen. Auch hier werde ich euch den langen, langen Klappentext vorlesen. Ein Blick auf die schöne Unbekannte und schon ist Ron die Verabredung mit seinem Cousin Magus vergessen und folgt ihr durch die Stadt. Doch in der Bibliothek verliert er ihre Spur, oder hat sie ihm mit Shakespeares Romeo und Julia eine Botschaft zu spielen wollen? Sofort beginnt Ron mit der Lektüre und findet sich im selben Augenblick mitten in Verona wieder. Was wie eine romantische Liebesgeschichte beginnt, wird nicht nur für Ron zu einer Reise durch die Weltliteratur. Von Verona in das Russland Puschkins, wo Ron plötzlich nicht mehr nur eine Randfigur ist, sondern in die Rolle Eugene Onegins schlüpfen muss, und weiter zu Cervantes Don Quixote. Schon bald bemerkt Ron, dass er nicht der einzige Wanderer zwischen den Bücherwelten ist. Doch der Ausweg bleibt verschlossen und die Ereignisse mysteriös. Ist die schöne Rosalia der Schlüssel zu diesem Geheimnis? Und welche Rolle spielt der heimlich in seine Nachbarin Charlotte verliebte Magus, der die eigenen Gefühle stets hinter seiner Kunst versteckt? Immer fließender werden die Grenzen zwischen Lesen und Erleben. Und immer stärker rückt die existenzielle Frage in den Vordergrund, wo zwischen Realität und Fiktion jeder Einzelne seine eigene Wirklichkeit erfindet. Sehr schön, ich habe das Buch tatsächlich
während meiner allerersten Lesung in unserem Buchladen, den es leider nicht mehr gibt, habe ich die Autorin kennengelernt und ich fand es einfach total toll, das, was sie vorgelesen hatte, musste mir das Buch sofort kaufen. Es war ein wirklich schönes Erlebnis und das ganze Buch hat mich immer noch, also es fesselt mich immer noch, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr toll. Rita Röder, die Buchwanderer. Sehr, sehr empfehlenswert. So, weiter geht's. Das kennt man wahrscheinlich, glaube ich. Kazuo Ishiguro. Der ist nicht sonderlich unbekannt. Es ist wirklich ein sehr bekannter Autor. Alles, was wir geben mussten. Auch hier lese ich euch mal den Klappentext vor. Die Frage, ob der Mensch Herr seines Schicksals ist, ob die Vergangenheit stärker ist als die Zukunft und ob die Einsamkeit dazu führt, dass manche Menschen das Leben, über das sie so angestrengt nachdenken, schlicht verpassen, steht im Mittelpunkt dieses Romans, der die Themen mit so viel stilistischer und gedanklicher Brillanz verfolgt, dass die Lektüre unvergesslich bleibt. Das schreibt die FAZ. Ne? Vom Autor des Bestsellers, was vom Tage übrig blieb. Das Buch ist tatsächlich auch verfilmt worden, Keira Knightley, Carey Mulligan und Andrew Garfield. Es ist so unfassbar erschreckend, diese ganze Welt. Es ist eine Art, ich sage mal, Dystopie, Utopie, eher Dystopie, würde ich sagen. Und zwar sind hier ja, lebende Organspender, möchte ich fast meinen. Und das Erschreckende ist einfach, dass diese Kinder, die dann später zu eben Erwachsenen heranwachsen, nicht wissen, was auf sie zukommt. Sie leben ein ganz normales Leben in einem Internat, gehen zur Schule, lernen, machen und tun. Aber all das ist so unfassbar verstörend, was dann alles passiert, dass ich dieses Buch einfach nicht. Das Buch hat mich so lange noch hinterher geprägt und beschäftigt, dass ich einfach immer wieder zurückkomme auf diese Geschichte. Und ich habe gesehen, dass das Buch tatsächlich auch auf Spotify als Hörbuch gibt und ich denke mal, ich werde es irgendwann mal noch einmal hören. Es ist definitiv genial. Kazuo Ishiguro, alles, was wir geben mussten. Sehr cool. So, komme ich noch zu zwei Büchern. Und dann schauen wir mal. Stephen Macaulay, Liebe in jeder Beziehung. Es ist jetzt nicht wirklich ein unbekanntes Buch, aber nicht jeder oder nicht viele wissen, dass es das tatsächlich ein Buch dazu gibt. Denn das Ganze wurde mit Paul Rudd und Jennifer Aniston verfilmt und es ist so unfassbar süß und kitschig und fabelhaft, dass ich mich einfach verliebt habe. George lernt Nina genau zu dem Zeitpunkt auf einer Party in New York kennen, als ihm sein Freund Robert den Laufpass gibt. Kurz entschlossen nimmt George Ninas Angebot an und zieht zu ihr. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Dann ist Nina plötzlich schwanger. Doch statt sich mit Howard, dem Vater in vertrauter Zweisamkeit, auf das Kind zu freuen, entscheidet Nina, das Kind mit George als Ersatzvater aufzuziehen. George fällt aus allen Wolken. Schließlich waren Frau und Kind bisher in seiner Lebensplanung nicht vorgesehen. Das ist so süß, das Buch. Es strotzt nur so vor Klischee und dem Ganzen, aber es ist einfach unwerfend und putzig und polvert. Als, ja, ich sag mal, schwulen Onkel sozusagen, ist so süß und Jennifer Aniston spielt das auch sehr gut. Und das ganze Buch ist fabelhaft auch gestaltet, von den ganzen Charakteren mal abgesehen, die sind echt bezaubernd. So, ein letztes von einem wirklich unbekanntes Buch. Ramona Mitsching, den Wind im Gesicht. Daniela, geboren und aufgewachsen in Rostock, ist zielstrebig und karriereorientiert. Ihr Erzählen von persönlichen Lebensabschnitten und Konstellationen mischt sich mit ihrer Wahrnehmung der Veränderungen nach der Deutsch-Deutsch-Wiedervereinigung. Sie hat ihre eigenen Vorstellungen vom weiblichen Rollenbild, wächst an diesen und arbeitet an der Erfüllung beruflicher und privater Träume. In Beziehungen, Freundschaften, Beruf oder politischem Umfeld. Immer geht Daniela ihren Lebensweg mit vollem Einsatz gegen den Wind. Das Ganze ist so, ja, spielt so in der
Wendezeit. Ich bin ja selbst ein DDR-Kind und es ist interessant, tatsächlich interessant zu sehen und zu lesen, besser gesagt, wie das als Erwachsene, wie man es Ganze als Erwachsene betrachtet hat, dieses, während man gerade Studium gemacht hat und dann kommt die Wende und was es da alles für Lebensumstellungen gegeben hat. Das fand ich so faszinierend und interessant, dass ich das Buch echt verschlungen habe. Ich habe das nur als Kind mitgekriegt, so am Rande, wie man das eben als 5-6-Jährigem erlebt. Aber hier das alles nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie die Frauen auch diese Gegensätze der Frauen, wie das alles war. Manche haben sich komplett für die Familie eben nur entschieden. Und andere, wie Daniela, wollten ja, Karriere machen und haben sich so in dieser Männerdomäne, in dieser Männerwelt richtig durchsetzen müssen. Und das beschreibt dieses Buch fabelhaft und einfach umwerfend. Ich habe auch gerade geguckt, ob es das überhaupt noch gibt. Und yay! Das gibt es, weil Ramona Mitsching, mit ihr bin ich auch, wie mit Britta Röder, mit den beiden bin ich auch über Facebook bekannt. Und Ramona Mitsching hatte sich so ein bisschen zurückgezogen, aus, ja, so ein bisschen rausgenommen erstmal, macht andere Sachen, aber das E-Book gibt es für 3,07 € zum Beispiel über Amazon. Genau. Sehr cool, sehr schön, kann man definitiv oder sollte man sich einfach einmal näher anschauen, finde ich persönlich. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze auch demnächst wahrscheinlich im Mai rum nochmal mit E-Books mache, weil da sind definitiv Schätze dabei, die man so eigentlich nie sieht, weil man zeigt ja doch eher mal ein Taschenbuch. Und es war auch tatsächlich jetzt einfacher, die Taschenbücher rauszukramen, rauszusehen, als mich ja als mich hinzusetzen und meine ganzen E-Books da durchzuscrollen. Von daher, ich denke, dass diese 6 Bücher, die ich euch jetzt gezeigt habe, zum einen lesenswert sind und zum anderen nicht wirklich oft gezeigt werden. Und wenn dann auch eher so ein bisschen am Rande, was man nicht so wirklich mitkriegt vielleicht. Demnächst, ich habe mir von einer wunderwundervollen Reihe, die ich euch in einem extra Video mal zeige, eine Fortsetzung, ja, habe ich mir eine Fortsetzung bestellt und habe mir überlegt, dass ich das nicht mit in dieses Video mache, sondern euch das in einem extra Video zeige, weil das ist nämlich etwas Besonderes. Aber dazu an einem anderen, an einer anderen Stelle mehr und weiter. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall eine Bookshelf-Tour machen. Und mal alle Self-Publisher, alle anderen Bücher, die ich habe, komplett zeigen. Das Ganze werde ich in verschiedenen, ja, in verschiedene Videos packen, weil in manch einem Regalfach sind vielleicht 20 Bücher und das ist einfach dann zu lang. Deswegen bleibt dran, irgendwann kommt das alles bestimmt. Ich habe viele Pläne und freue mich einfach, dass ich euch so viele wundervolle Bücher zeigen darf. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye!